Wir haben eine sehr, sehr interessante Lesung gehört. Das Evangelium ist nicht minder interessant. Da geht es darum, ob man die Botschaft annehmen will oder nicht. Und Jesus fordert uns auf, uns zu entscheiden. Die Botschaft, das Wort Gottes, fordert immer dazu auf, dass wir uns entscheiden, sie annehmen oder sie nicht annehmen. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Dazwischen gibt es höchstens Unzufriedenheit, großer Unfrieden. Im Alten Testament, da hören wir dann von einem Propheten Bileam, sehr interessant, das nachzulesen im Buch Numeri, und der wurde eigentlich gefragt von einem feindlichen König, ein feindlicher König von Israel, nicht von Israel selbst, aber ein anderer König, und er soll über Israel weissagen. Dann hat gefragt, Bileam, ich werde dich bezahlen, damit du Israel verfluchst. Er sollte Israel verfluchen. Und das ist jetzt sehr schön, was wir da hören. Er ist nicht ein Prophet aus dem Volk Israel, deswegen heißt es auch hier Orakelspruch. Es gab diese Orakelstätten, eine sehr bekannte in Delphi in Griechenland. Aber hier sehr schön, wie das beschrieben ist, als Bileam aufblickte. Und dann stellt er sich quasi vor, zweimal stellt er sich hier vor, Spruch des Mannes mit geschlossenem Auge. Also in anderen Worten, er hat seine physischen Augen verschlossen, aber seine geistlichen Augen, die sind geöffnet. Denn dann heißt es, Spruch dessen, der Gottes Worte hört. Also, das ist schon sehr interessant. Allein dieser Vorgang, die Augen geschlossen und dann hört er mit geschlossenen Augen Gottes Worte. Und es geht mehr um das Hören als um das Sehen, auch immer noch bei uns. Wir brauchen es, Wort Gottes zu hören. Wir möchten sehen. Aber Gott will, dass wir hören. Höre Israel, höre Israel. Ich bin der Herr dein Gott. Okay. Spruch dessen, der Gottes Worte hört, der eine Vision des Allmächtigen sieht, der da liegt, ist wieder ein Paradox, mit entschleiertem Auge. Das innere Auge ist frei. Er hat also einen Zugang zu Gott in seiner Seele. Die physischen Augen sind verschlossen, aber die inneren Augen, die Augen der Seele sind offen. Und dann sieht er, was Gott ihm zeigt. Propheten im Psalm heißt es, ich will hören, was Gott redet. Und hier zeigt ihm Gott, wie er Israel sieht. Und dann segnet er und sieht den Segen Gottes über Israel. Und noch einmal wiederholt sich dann ein paar Verse weiter, die eine Vision, und er wiederholt noch einmal, wer er ist, dass er mit innerem Auge sieht und dann etwas sehr Großes, etwas Wunderbares. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Er hat Jesus gesehen. Interessant. Ein Prophet von einem heidnischen Volk. Er sieht Jesus, aber nicht jetzt. Er sieht ihn und Jesus ist real, das stimmt. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich erblicke ihn, aber nicht in der Nähe. Ein Stern geht in Jakob auf, ein Zepter erhebt sich in Israel. Mit prophetischen Worten kündet er ein neues Reich an. Und genau das, was Jesus gepredigt hat, das war seine erste Predigt, das Reich Gottes ist nah. Und er selbst ist dieser Stern, der Jakob aufgeht. Ihm ist dieses Zepter gegeben. Und liebe Brüder und Schwestern, wir brauchen jetzt nicht mehr zu warten, dass der Stern aufgeht. Er ist aufgegangen. Wir brauchen nicht zu warten, dass er das Zepter nimmt und dass er herrscht. Unser König herrscht. Jesus herrscht. Und
damit wir sagen, wenn wir uns die Welt ansehen, wie viel Hersteller. Ich möchte euch einfach nur dazu ermutigen, dass wir alle mit verschlossenen physischen Augen in Dankbarkeit, mit der richtigen Brille, möchte ich sagen, die Dankbarkeit ist die richtige Brille, zu sehen, was Gott alles jetzt schon tut. Wie viele Menschen aktuell mit ihrem Herzen an Gott hängen. Wenn ich so ein bisschen mitbekomme, wie viele Menschen zur Zeit in Anbetung sind, in eucharistischer Anbetung, wo es Städte gibt, wo man jetzt 24x7 Anbetung macht, das heißt, den ganzen Tag, Stunde um Stunde, während 7 Tagen, wo Anbetung immer mehr gesucht wird. Glaub mir, das ist etwas Großes. Das ist etwas Starkes. Da ist das Zepter Jesu. Da haben Menschen gekannt, er ist der König. Und er ist es, der größer ist als alle Ängste, die versuchen in der jetzigen Zeit unsere Seelen, unsere Herzen, unsere Gefühle uns platt zu walzen. Jesus herrscht. Und deswegen, liebe Brüder, wir wollen ihm die Ehre geben. Und wir wollen öfter mit verschlossenen physischen Augen, aber mit unseren inneren Augen, das Sehen, anerkennen, Gott loben, ihn preisen für das, was er tut. Und wir erblicken ihn. Und er ist jetzt nicht mehr so in der Ferne, er sagt nicht in der Nähe. Noch nicht jetzt, aber wir dürfen sagen, jetzt. Jetzt. Jetzt ist die Zeit, liebe Brüder und Schwestern. Jetzt ist Zeit auch der Entscheidung. Jetzt ist Zeit, sich zu Jesus noch mehr zu wenden und ihm noch mehr zu danken. Er ist nah. Das Reich Gottes ist, sagt Jesus, mitten unter euch. In anderen Worten, ich bin mitten unter euch. Möge er diese Gewissheit in unseren Herzen festigen, in der Kraft des Heiligen Geistes, möge er die Augen unseres Herzens öffnen, damit wir sehen, wie stark sein Reich schon in unserer Mitte ist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.